Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal ein Flashback Opening mit eigentlich nur Sneakern. Ich habe glaube ich 1, 2, 3, 5 Paar Sneaker und das hat sich eben kurz vom Video geändert. Ja, der Plug von mir aus dem Dior-Store in Düsseldorf hat sich bei mir gemeldet, meinte so, jo, wir haben neue Air Dior Sachen reinbekommen. Wenn du willst, komm vorbei. Habe ich so gedacht, ich nehme gleich ein Flashback Opening auf. Wenn, dann jetzt so, bin ich rübergefahren, halbe Stunde wieder zurück. Es hat sich gelohnt, ich habe eine Ausbeute gemacht. Was sehr geiles bekommen, das zeige ich euch als letztes. Zuallererst zeige ich euch aber die anderen Sneaker, die ich mir geholt habe. Wir fangen an mit einem Louis Vuitton Sneaker. Ich hatte ja schon in meine Instagram Story gepostet, dass ich mir den geholt habe. Ich zeige ihn euch jetzt einfach mal. Ich habe mir den in Orange und in Lila geholt. Also beides direkt am Release-Tag. Ich kriege immer einfach alles Neue zugeschickt vom Louis Store München und kann dann aussuchen, was ich, also per Bild zugeschickt, nicht in echt. Und kann dann sagen, das nehme ich. Und ich habe mir Orange und Lila von den neuen Sneakern geholt. Ihr wisst, das ist mein absoluter Lieblingssneaker, die beste Silhouette. Und Lila hat irgendwie Lieferverzögerung. Der hier liegt bei mir seit anderthalb oder zwei Wochen rum, also einen Tag nach Release-Tag, weil die den dann losgeschickt haben. Und ja, das ist der Sneaker. Ich finde ihn super, super nice. Eigentlich ähnlich wie der alte, nur dass der hier auch noch so Louis Vuitton Einstanzungen hat von diesem Monogramm. Unten steht wieder Vuitton. Das ist der Sneaker und den habe ich auch noch in weiß-lila bestellt. Ihr wisst, lila, sehr schöne Farbe. Das hier ist ja auch so ein blau-lila. Das ist der erste von fünf Sneakern. Sehr geil, dass schon die weißen Laces drin sind. Übertrieben heiß, weil diese Orangen gefallen mir nicht so gut. Ich finde, das Weiße sieht dann so ein bisschen cleaner aus. Bisschen so fast schon, ja, nicht Air Force-mäßig, aber so Jordan. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall cooler als Orange, in meinen Augen. Ne? Gibt natürlich auch Leute, die mögen Orange lieber. So, Sneaker Nummer 1, that's it. Kommen wir zu Sneaker Nummer 2, einem sehr günstigen Sneaker. Ich glaube, der hat mich 60 Euro gekostet oder 80 oder 100. Auf jeden Fall unter 100 oder günstiger, sage ich mal so. Wow. Ihr wisst, ich bin großer Paisley-Fan. Und ich habe schon lange überlegt, was bei Peso mit Paisley zu machen und so. Bin dann nie so dazu gekommen, weil die Kollektionen sich immer in eine andere Richtung entwickelt haben. Man wird es vielleicht für 2021 anfangen oder so in Angriff nehmen, weil ich nach wie vor dieses Muster sehr, sehr feiere. Und ich habe jetzt Vans gesehen mit einem Paisley-Muster. Der blaue, meiner Meinung nach der schönste Colorway, den gibt es auch noch in Rot und Grün, war der einzige, der in meiner Größe noch da war. Jetzt müssen die eigentlich sofort ausverkauft sein. Das auf der Sohle hier finde ich einen Ticken störend. Ich weiß nicht, wobei ist es auch eigentlich ein bisschen cool. Hier steht California drauf und hier ist so eine Sonne mit einem Strand und so einer Insel mit so Palmen. Und oben ist halt so ein Paisley-Muster drauf. Übertrieben nice, dieser ganz klassische, die ganz klassische Vans-Silhouette. Ist auch offiziell von Vans, ist jetzt kein Custom oder so. Ich habe mir die in einer 42 bestellt. Ich hoffe mal, dass die passen. Aber ja, ich könnte mir die nice auf einem Cargo vorstellen oder auf einem Chrome Hearts Jeans. Ich kann es ja schon mal leaken. Ich habe mir eine Chrome Hearts Jeans bestellt. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, Chrome Hearts Heads werden jetzt auf die Barrikaden gehen. Oh nein, wie kann er das nur machen? Bitte lasst Chrome Hearts nicht Mainstream werden, dabei ist es ja schon Mainstream. So, jeder kennt es von den Ami-Rappern und die Leute kennen es auch von den Ami-Rappern. Na egal, okay. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch sehr, sehr cool aussieht. Das waren die Paisley Vans. Sehr, sehr nicer, günstiger Schuh. Ist halt leider safe ausverkauft komplett. Ja, die nächsten beiden Sneaker sind von Converse Essentials, also Fear of God Essentials Converse Collab. Bevor wir damit aber weitermachen, wollte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich ja eine Partnerschaft mit Sneaker Addict habe. Das ist so die größte Sneaker-App in Deutschland, größte Sneaker-Seite auf Instagram. Könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne abchecken. Ich blende euch Instagram und App hier nochmal ein. Und das ist einfach super praktisch, weil da gibt es jetzt dieses Feature, dass ihr so Stories angucken könnt in der App, also so Instagram-mäßig. Heißt, ihr habt noch mehr Content, seid immer up to date, wenn es zum Beispiel auf Farfetch oder so Sales gibt, da bekommt ihr dann direkt so Push-Benachrichtigungen, sodass ihr direkt als erstes auf die Seite könnt und wisst, wann es halt sozusagen passiert und dann auch nicht verpasst und euch direkt diese geilen Teile sichert, bevor die halt dann ausverkauft sind. Aber jetzt nicht nur Farfetch, sondern auch irgendwelche anderen großen Luxus-Stores. Und ja, seit diesem großen Update, was die hatten, haben die, wie gesagt, auch die Story-Feature, ist wirklich sehr, sehr nice. Wenn die App euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung im App Store da. Gibt es für iOS, Android und so weiter. Deswegen ja, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und liebe Grüße auf jeden Fall auch an Sneaker Addicted. Ein sehr, sehr cooler Partner. Die haben mir jetzt auch die Travis Jordan 4er geklärt. Die sind dann im nächsten Pack Opening dran. Deswegen hier auch nochmal ein dickes Shoutout an die Jungs. Sehr, sehr korrekt. Checkt auf jeden Fall die App ab. So, kommen wir dann jetzt zu den beiden Converse Essentials. Ich kann nur einen gleichzeitig zeigen.
Ich weiß nicht, ob ich ein Converse-Träger bin. Jetzt ist es zu spät, zurückschicken kann man sie nicht, StockX. Und zwar bin ich großer Fan der Fear of God Vans gewesen. Hab am Anfang gedacht, boah, die sind geil, hab's mir dann nie geholt und jetzt sind die fast nicht mehr zu bekommen. Eigentlich könnte ich auch Sneaker Addicted da mal fragen. Sneaker Addicted, ne? Die Fear of God Vans. Da habe ich ja diesen einen Colorway von dieser mit dem Klettverschluss, aber da gibt es noch viele andere coole. Und ich habe gedacht, nicht, dass das bei den Fear of God Converse dann auch so ist. Deswegen habe ich sie mir jetzt geholt. Das ist natürlich auch nach Release, aber die sind noch nicht so geistkrank im Preis gestiegen. Ich glaube, die kosten 260 oder so habe ich bezahlt. Für die und für die auch irgendwie sowas um den Dreh, 200 bis 300 circa. Pro Sneaker und das ist einfach so ein normaler Converse All-Star. Ich glaube dieser 70er Ding, 1970er. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich bin null in Converse drin. Dann müsst ihr den Converse Don Victor Braun fragen, der kennt sich ja besser aus. Converse Chuck Taylor. Ich habe sie in Größe 42 geholt, auch wieder. Die sehen aber ein bisschen groß aus, als ob die Größe ausfallen. Die haben ein ganz normales so cremeweißes Upper. Cremeweiß. Und in der Mitte die Zunge, die ist aus so einem Leder. Und hier vorne, das ist auch so ein schwarzer Gummi. Sehr nice. Ein bisschen so oldschool. So ein Classic-Schuh. Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, ob mir Converse Chuck stehen. Ich weiß noch nicht, auf was ich die anziehen würde. Ob das jetzt auf eine Jeans sein wird. Auf die Chrome Hearts Jeans vielleicht. Schwarzes Leder auf den Chrome Hearts Jeans mit diesen Kreuzen und so. Oder ob ich das auf eine Cargo anziehen könnte. Ich muss noch schauen. Ich schaue mir das mal an. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Schuhe. Das ist der weiße Colorway. Und dann habe ich mir auch direkt den schwarzen Colorway geholt. Ja, der sieht so aus. Mit einer creme-weißen Zunge dann, die auch aus so einem Leder ist. Und dafür ist der Schuh halt schwarz. Ich glaube, mir gefällt der weiße besser. Das waren die nächsten beiden Sneaker. Sehr, sehr cool. So, kommen wir dann zur vorletzten Sache. Und zwar einem Air Jordan. Air Jordan? Ja. und zwar hat mir Your Plugs Plug, vielen Dank, Jordans zugeschickt. Einfach so. Ich finde die Vierer Jordans sehr, sehr nice. Wisst ihr ja, ich habe diese ganz weißen, wo diese Elemente hier einfach aus so einem glänzenden Silber sind. Dass die Zunge hier innen drin rot ist, feiere ich nicht so krank. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr geiler Schuh. Einfach ein anderer Colorway davon. Und wenn man irgendwie was anderes hat, was so zu rot passt, dann kann man die auf jeden Fall rocken. Sehr, sehr cooler Schuh. Vielen Dank. Jordan 4 auf Nacken ist auf jeden Fall sehr, sehr korrekt und ja, das ist der Sneaker. Ey, wie viele neue Schuhe, ich habe 5 Paar neue Schuhe. Das ist komplett crazy, das eskaliert langsam hier alles. Ja, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es gibt noch ein paar andere Colorways, ich glaube blau, grün und lila auch. Lila hätte man sich auch holen können eigentlich. Na, ja, okay, egal. Das ist auf jeden Fall der 4er Jordan. Ich hoffe, das ist meine Größe, ich weiß gar nicht, welche ich in dem anderen habe, das hier ist. 42 auch, okay, ich glaube, ich habe mit dem anderen auch 42, dann müsste das ja auf jeden Fall passen, weil der andere passt mir perfekt. So, das dazu, vielen Dank. Und zu guter Letzt kommen wir zum Abschluss vom Sneaker-Shopping zu einer Sache von Air Dior. So habe ich einen Dior Jordan jetzt noch bekommen. Das war ein Witz, ne? Ach, ziemlich kleiner Spaß. Ich habe mir ein Polohemd gekauft. Polohemd klingt jetzt erstmal Justin in Polohemd, ob das passt. Habe ich mich auch gefragt, als mir das aufgetischt wurde. Dann habe ich es angezogen und gedacht, boah, das ist schon nice. Ich habe nämlich mit meiner Freundin demnächst einen Urlaub geplant. Und wir haben uns ja schon um alles gekümmert. Restaurant, Reservierung, Auto. Und tatsächlich auch einen Tag auf dem Boot. Auf einem sehr wilden Boot. Und als ich das Polohemd anhatte, habe ich mir schon so gedacht, ey, Alter, ich kann mir da richtig vorstellen, wie man damit auf dem Boot chillen wird. Deswegen, ja. Es ist auch eine sehr schöne Farbe. Ich mache es nicht länger spannend. Wir haben hier ein blasses Babyblau-Türkis, sage ich jetzt mal. Das Polohemd hat, ich glaube, das hat 600, ja, das hat 600 gekostet, ist viel für ein Polohemd, aber Air Dior ist so eine legendäre Polaro. Ich finde, das gehört sich einfach als Fashion-YouTuber, dass man mindestens mal eine Sache davon holt. Und ich finde das auch sehr, sehr nice. Man hat hier diesen Air Dior-Stick, so dieses Jordan-Logo, Basketball, und dann steht da Air Dior drüber. Dann das, ja, die Farbe ist einfach ultra nice. So ein Türkis, Babyblau, sehr schön. Bisschen längere Ärmel auch, also das fit ein bisschen boxy. Anders als man das normalerweise von Polohemden kennt, deswegen gefällt mir sehr, sehr gut und hat dann halt hier noch diese zwei weißen Sticke da drauf. Wie gesagt, habe ich eben geholt in Düsseldorf und ja, oh krass, seht ihr das? Dass das hier so wackelt? Wie diese Wackelbilder von früher. So drei, Dior, Dior All Over, Jordan und Air Dior. Ich hoffe, ihr seht das, das ist übelst wild. Ja, krass, allein deswegen lohnt sich ja 600 Euro auszugeben. Spaß. Aber nee, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Teil. Und im Urlaub wird das definitiv
sehr, sehr wild gerockt. Ja, Leute, leider kein Dior Jordan. Was will man machen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns am Montag wieder. Und hier auf dem Kanal am nächsten Mittwoch. Tragt euch auf jeden Fall ein, es wird ein komplett wildes Video. Macht's gut, Leute. Peace.